Miss Patton, um Gottes Willen, so werden wir nie bei diesem, bei diesem Mikrofon ankommen. Sie können sich doch auf Rollstuhl gar nicht fortbewegen, meine Liebe. Sie müssen gerade was sagen. Bei Ihnen sieht es bei weitem nicht so gut aus wie bei mir. Ja, ist ja auch egal, wie es aussieht. Man sieht uns so und so nicht. Ja. Auf Rollstuhl, zu unserer Radio-Stehstunde. Also da habe ich mich auf was eingelassen. Nun stellen Sie sich nicht so an. Andere schaffen es doch auch. Ach, die, Miss Better noch. Die, Hilfe, die anderen sind vielleicht auch ein bisschen jünger als wir. Als Sie vielleicht. Na los, Hilfe, beeilen Sie sich. Immer mit der Ruhe. Schließlich bin ich kein Dez. Ach Gott, schade eigentlich. Bei Ihrem Talent könnten Sie sich ansonsten bei Starlight Express bewerben. Dort fahren die Darsteller alle auf Rollschuhen herum. Ach, mein liebes Fräulein Vorlaut, nun reichen Sie mir schon die Hand. Oh Gott, ansonsten kommen wir nie ins Radio. Na gut, kommen Sie her, wie Sie meinen. Auf Ihre Verantwortung. Picture you upon my knee. Just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations for week and vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Day will break and you'll awake and start to bake a sugar cake for me to take, for all the boys to sing. We'll raise a family, a boy for you, oh, thanks, a boy for me. Oh, can't you see how happy we would be? Gottes Willen, ich habe mein Bestes gegeben. Ach, jetzt muss ich aber erstmal aus diesen Schuhen raus. Ich auch. Miss Betternor, was machen Sie denn da? Hallo, hallo, ist da jemand? Ja, Miss Betternor sitzt gerade auf einem Schaukelpferd. Das können Sie jetzt nicht sehen, aber... Miss Betternor, bitte, kommen Sie jetzt von diesem Schaukelpferd darunter. Warum sollte ich das tun? Ja, vielleicht, weil wir auf Sendung sind. Test, Test, eins, zwei... Die Zuhörer warten, Miss Betternauer. Na und? Die freuen sich auch, wenn ich schaukel. Aber das können die doch gar nicht sehen. Das ist übrigens auch viel besser so. Außerdem reden wir heute über Faust. Faust ist ein sehr ernstzunehmendes Werk. Da sitzt man nicht auf einem Schaukelpferd herum. Ich will Ihnen sagen, was Goethes Faust ist. Der Abgrund in eine deutsche Bildung. Aber Miss Betternauer, was sagen Sie denn da? Ich habe nur zitiert. Aber ganz bestimmt nicht Goethe. Natürlich nicht. Der hat ja den Faust geschrieben. Ich habe Jürgen von Manger zitiert. Ach, ja. Bekannt unter dem Namen Techtmeier. Wunderbar. Ach, ein toller Kabarettist. Der Mann hatte Humor. Leider schon tot. Na, dann sind wir ja auch wieder beim Thema gelandet. Und nun haben wir alle herzlich gelacht und Sie kommen bitte, bitte jetzt von diesem Ding da herunter. Test. Eins, zwei, drei. Damit ich Ihnen mein Seelheil darlege? Nein, aber damit wir jetzt bitte, bitte endlich anfangen können. Haben Sie uns denn schon vorgestellt? Ach Gottchen, immer vergesse ich das. Sie lenken mich einfach zu sehr ab. Verzeihen Sie, meine Freundin. Manchmal hat sie einfach kein Benehmen. Das stimmt gar nicht. Mein Name ist Miss Betternoa und meine Freundin hier heißt Fräulein Vorlaut. Genau. Wir sind zwei gute Freundinnen. Die ihrem Alter entsprechen. Seit einiger Zeit miteinander befreundet sind und gerne das Opernhaus erkunden. Ach, wissen Sie, meine Freundin und ich, wir lieben Goethe. Und da dachten das wir... Das stimmt doch gar nicht. Doch. Haben Sie keine Sorge. Es ist nicht so, dass wir Goethe lieben. Nein. Aber eigentlich hätte das Alto Theater für Sie die Oper Faust auf der Bühne gespielt. Ja, aber das geht ja jetzt leider nicht. Und deshalb trinken wir jetzt erstmal ein Tässchen Tee mit Ihnen. Schön auf Abstand natürlich. Und um eins klarzustellen, ich bin es, die Tee liebt und sich bestens auskennt. Ja, und Sie trinken nur mit. Oh, Miss Betternor, das habe ich jetzt auch verstanden. Sie möchten also lieber ohne mich über Goethe und seinen Faust sprechen, ja? Ahnung von Tee haben Sie auf jeden Fall nicht. So viel steht fest. Na bitte, dann gehe ich eben.
Ansonsten käme ich und versuchen mal über meine Faust zu sprechen. Ja, am besten trinken Sie Ihren schlabberigen Tee doch alleine und erzählen den Gästen etwas aus Ihrer Jugend. Das würde ich ja gerne, aber Sie haben mir verboten, mich auf das hübsche Schaukelpferd zu setzen. Stattdessen muss ich mal wieder auf diesen ganz und gar unjugendlichen Sofa sitzen. Natürlich schön auf Abstand. Also eins kann ich Ihnen gleich sagen. Sie werden nicht jünger, wenn Sie hier mit Rollschuhen auftauchen und sich mal kurz auf ein Schaukelpferdchen setzen. Ich? Ich habe es ja gar nicht nötig. Ich bin ja immer jung. Ja, ja. Bei Licht und auch im Dunkeln, ne? Sie ja nur im Dunkeln. Ach, das habe ich auch verstanden. Aber nun beruhigen Sie sich mal wieder und schauen Sie mal nicht so drein wie ein begossener Pudel. Ach, Miss Betternor, wissen Sie eigentlich, woher der Ausdruck begossener Pudel kommt? Ah, nun ist sie wieder die Alte. Oh. Sie werden es mir bestimmt verraten. Ja, im Niederdeutschen bedeutet Pudel Pfütze, Pfuhl, Morast. Also sich pudeln meint im Dialekt also sich im Wasser hin und her bewegen. Auch die Begriffe pudelnass und sich pudelwohlfühlen gehört in diesen Zusammenhang. Und den Hund, den man im 17. Jahrhundert für die Jagd auf Wasservögel abrichtete, bezeichnete man daher als Pudelhund. Und seit Beginn des 18. Jahrhunderts dann eben nur noch als Pudel. Und der erbärmliche Anblick des nassen und frierenden Pudels hat zur Redeweise vom begossenen Pudel geführt. Das also ist des Pudels Kern. Ja, und dieser Ausspruch stammt direkt aus Goethes Faust. Allein der Vortrag macht des Redners Glück. Oh, das ist auch von Goethe. Genau wie der Ausspruch des Pudels Kern. Ein Pudel, der sich während des Osterspaziergangs zu Faust gesellt, entpuppt sich im Studierzimmer als Mephisto. Und da Faust sich mit schwarzer Magie beschäftigt, erkennt er sogleich durch die Art der Verwandlung den Abgesandten der Hölle und spricht die weisen Worte, das also war des Pudels Kern. Übrigens hat sich Goethe für diesen Ausspruch an altüberlieferten magischen Vorstellungen orientiert. Ja, im Aberglauben äußert sich die dämonische Natur des Hundes in vielen Sagen von riesengroßen schwarzen Hunden mit glühenden Augen. Sie sind Begleiter von Unholden und der Teufel wählt sich natürlich gern die Gestalt eines schwarzen Hundes und insbesondere eines Pudels. Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Das ist übrigens auch Faust. Satz aus der Hexenküche. Oh, glücklich, wer noch hoffen kann. Faust, Vers 1064 folgende. Och dir, vom Eisen befreit sind Strom und Bäche. Faust, kleinen Moment, was war das nochmal? Vers 903 folgende, Osterspaziergang. Och, now stop it. Können wir uns vielleicht normal weiter unterhalten? Aber klar doch. Ich bin nur ganz begeistert, wie viele Zitate Sie aus Goethes Faust beherrschen. Dessen war mir zum Glück nicht so ganz bewusst. Sie müssen sich nicht schämen, Miss Betternor. Die meisten Leute wissen nicht, wie viele Faust-Zitate Sie im Alltag einfach so mir nichts, dir nichts in den Mund nehmen. Ich bin weit davon entfernt, mich zu schämen. Oh, alles andere hätte mich gewundert. Und nun sagen Sie schon, wie haben Sie es mit Faust? Och, Miss Betternor, wie wunderbar. Nun stellen Sie mir auch noch die Gretchenfrage. Nun sagen Sie, wie haben Sie es mit Faust? Mit Faust? Ja, Faust. Wie steht es damit? Wie soll es damit stehen? Ja, aber das haben Sie mich doch gerade gefragt. Ja, was weiß ich? Meine liebe Miss Betternor, heute quatschen wir uns aber wirklich um Kopf und Kragen. Auch von Goethe? Nein, ich glaube nicht. Müsste ich allerdings mal nachschlagen. Oh, please. Not now, Fräulein Vorlaut. Am besten sagen Sie uns einfach nur, warum wir hier sind. Ach Gott, ja, wir haben die Begrüßung vergessen. Mhm. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung von Radio... Radio Tea Time. Ja, ja. Schön, dass Sie heute wieder so zahlreich erschienen. So zahlreich am Radio sitzen. Genau. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht und ein Stück Kuchen zum Knabbern dabei. Und ein Tässchen Tee. Wir wollen heute mit Ihnen einige Informationen über die Oper Faust austauschen. Thank goodness she finally did it. Wie Sie vielleicht wissen, vertont diese Oper die Geschichte des gealterten Dr. Faust, der für eine zweite Jugend seine Seele dem Teufel verkauft. By the way, bejahrte Männer, die mit Eintritt in den Ruhestand einen erneuten Ausbruch des alten erotischen Jagdfiebers erwarten, sind, das können Sie mir glauben, auf den Pakt mit dem Teufel oder Tabletten angewiesen. Aber Miss Betternoah! Ich habe nur zitiert. Aber das ist nicht von Goethe. Nein, dieses Mal war es Loriot. Oh, dies war mein Beitrag zum Inhalt dieser Oper. Also weiter. Faust ist eine Oper in mehreren Akten von dem französischen Komponisten Charles Gounod.
Eine französische Oper. Genau. Da versteht man ja wieder kein Wort. Genau wie bei diesem lustigen Oper über die drei Orangen. Oh ja, die hatten wir doch auch auf dem Programm hier im Alto Theater stehen, ne? Lassen Sie mich überlegen. Die Oper Die Liebe zu den drei Orangen, die stammt von einem Russen, also komponiert von diesem Prokofjew, ne? Beruht auf einem italienischen Märchen und wurde in Amerika uraufgeführt. Und das Libretto ist französisch. Da haben wir ja richtig Glück. Die Oper Faust basiert auf einer deutschen Tragödie, die sich wiederum auf ein englisches Drama bezieht und wurde von einem Franzosen komponiert, der ganz nebenbei auch noch die vatikanische Nationalhymne komponiert hat. Ja, wir sind wirklich international. Aber Sie haben recht, natürlich. Die vatikanische Nationalhymne hat Charles Gounod komponiert. Mhm. Also, mein liebes Publikum, das war so. Gounod, übrigens geboren am 17. Juni 1818 in Paris, genau, und gestorben am 18. Oktober 1893 in Saint-Claude. Sie haben richtig gehört, in Saint-Claude, genau, einem Vorort von Paris. Genau. Der Kerl war ein richtig weltbefahrener junger Mann. Auch seien Sie nicht so ironisch, Miss Bettenor. Gounod, gestorben im Alter von 75 Jahren, ist in seinem Leben wirklich viel herumgekommen. Paris, Rom, Wien, Berlin, Leipzig, London. Und am Ende wieder Paris. Ja, sein Vater war Maler und seine Mutter war Pianistin. Bei ihr erhielt der kleine Gounod dann auch schon in jungen Jahren Klavierunterricht. Die arme, teure Mutter. Damals ahnte sie nicht, dass sie selbst in ihrem Kinde die Keime zu einem Entschluss nährte, der ihr nun wenige Jahre darauf so viele Sorgen um seine Zukunft bereiten sollte. Oh, Miss Bettenor. Ich habe nur zitiert. Aber auch nicht Goethe. Nein, das hat Gounod selbst gesagt. Wirklich? Können Sie in seinen Memoiren nachlesen? Na, ja. Naja, im Alter von 21 Jahren erhielt Gounod den Prix de Rome für eine seiner Kompositionen und gelangte so nach Rom. Er hat Rom geliebt und später, im Alter von 51 Jahren, komponierte er dann den päpstlichen Marsch für das 50-jährige Priesterjubiläum des Papstes Pius des 9., uraufgeführt in Rom im Jahre 1869. Und in 1950, im Heiligen Jahr, zur vatikanischen Nationalhymne erklärt. Oh, Miss Bettenor, ich habe doch meine Blockflöte eingepackt. Kleinen Moment, wo ist die denn? Ich muss sie irgendwo noch finden. Aber das wäre doch witzig, dann könnte ich die vatikanische Nationalhymne einmal vorspielen. Kleinen Moment. So, ich glaube, ja, hier ist sie. Ich bin soweit. Entschuldigung. Ach, es geht irgendwie nicht mehr. Den Rest kriege ich nicht hin. Tut schon mir lustig, dass der Vatikan eine eigene Nationalhymne hat, isn't it? Warum denn nicht? Schließlich ist es doch ein eigenständiger Staat. Also zwar der kleinste anerkannte Staat der Welt, aber ein Stadtstaat mit rund 840 Einwohnern, ja. Ohne Krankenhaus, keine Schule, ja, noch nicht mal ein Friseur. Ach, das wäre ja für Sie eine Katastrophe. Mhm. Aber mit einem Supermarkt, das wäre für mich gut. Eine Apotheke, mehrere Tankstellen und er hat sogar eine eigene Fußballliga. Eine Fußballliga?
Fußball liege, die zum Trainieren ins Ausland fahren muss, da der Vatikan selber keinen Fußballspielplatz besitzt. Ja, aber jetzt kommen wir bitte wieder zu Gounod zurück. Ja, also, nach seiner Rückkehr aus Rom wurde Gounod Organist in Paris und besuchte dort das Priesterseminar. Das Priesterseminar, haben Sie gehört? Ja, habe ich mein gehört. Gott. Wurde aber nie zum Priester geweiht, sondern widmete sich, zum Glück für uns alle, der Opernkomposition. Interessant. Ein gespaltener Mann, genau wie Faust. Oh mein Gott, so habe ich das noch nie betrachtet. Ja, sehen Sie. Aber ich glaube, Sie haben recht. Faust. Der bürgerliche Mensch ist gespalten, seine Identität ist doppelt und in dieser Dualität besteht sein Drama. Sein oder nicht sein. Ach, Fräulein Vorlaut, das ist Hamlet. Ach ja, ich meinte, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. So auch bei Gounod. Mein Gott, wenn man sich das überlegt. Also Gounods gesamtes Leben ist geprägt von einem Schwanken zwischen religiösen Neigungen und der Versuchung der Welt. Also lange Zeit widmete sich der Gute dem geistlichen Stand und glaubte für weltliche Musik nicht begabt zu sein. 6 Jahre lang war er Organist und Chorleiter an der Kirche der äußeren Mission. Er besuchte die Vorlesungen des theologischen Seminars von Saint-Sulpice, kleidete sich als Priester und unterschrieb seine Briefe mit Abbé Charles Gounod. Ja, jetzt kommt es. Man munkelt ja, dass bei seinem Bruch zwischen seinem Leben in der Religion und seinem Leben als Theatermann eine Frau ihre Finger im Spiel hatte. Spielen Sie auf seine Ehefrau an, Anne Zimmermann, die Tochter eines Klavierlehrers am Konservatorium? Ja, also geheiratet hat der Gute auch, aber nein. Ich meine die Sängerin Pauline Viardot. Sie war es, die ihn zu seiner ersten Oper Sappho inspirierte, in der sie natürlich die Hauptrolle übernehmen wollte. Ach, klar. Madame Viardot zeigte ihm nicht den Satan, aber die Oper mit ihrem Teufelswerk. Und wie Dr. Faust hatte Gounod eine Vision empfangen und er warf nun seine Kutte in die Nesseln. Oh, I love it. Ja, Camille Saint-Saëns, der hat es damals richtig gesehen. Im Faust haben sich die beiden Naturen Gounods, die christliche und die heidnische, überlagert. Hatte er Kinder? Wer, Faust? Aber nein, Gounod. Ja, soweit ich weiß, einen Sohn. Warten Sie, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Kleinen Moment. Oder besser gesagt, Charles hat es in seinen Memoiren aufgeschrieben. Ah, ich hab's da. Ich zitiere. Während ich einer großen Jahressitzung beiwohnte, wurde mir am Sonntag, dem 8. Juni 1856, ein Sohn geboren. Als ich an jenem Morgen meine Frau verließ, um mich in die Sitzung zu begeben, hatte meine Frau die Seelenstärke, mir die Schmerzen, welche sie schon zu verspüren anfing, zu verheimlichen. Und als ich des Nachmittags nach Hause zurückkehrte, war mein Sohn zur Welt gekommen. Eine glückliche Familie. Wie wunderbar. Ach, Miss Betternauer, nun seien Sie doch nicht so romantisch. Wir reden hier von Künstlern. So glatt darf das Leben nicht laufen. Natürlich sonst hat man nicht. Ja nichts zu verarbeiten. Und dann komponiert man eben auch keine großartigen Werke. Anna und Charles waren noch nicht mal 20 Jahre verheiratet. Er trennte sich von ihr und lebte dann mit der Sängerin Georgina Weldon zusammen. Ja. Lustmolch. Doch, na ja, klar, dass er das Schicksal von Margarete in seiner Oper in den Vordergrund rückt. Schuldgefühle. Ja, danach ging es dann aber auch ziemlich steil bergab mit ihm. Häufige Schwächeanfälle, Schlaganfälle und Fertigstellung einiger unbekannter Opern oder aber auch Neufassungen schon vorhandener Werke. Der Mann war wohl nie zufrieden. Ach, seine mehrfach veränderten Werkgestalten sind vielleicht nur psychologisch aus dieser Ich-Schwäche des Komponisten zu verstehen. Ach, ich habe keine Ahnung. Wie ging es denn weiter? Wie stand es denn bei Gounod mit Faust? Also kennengelernt hat Gounod Goethes Tragödie meines Wissens nach schon im Jahre 1828. Dann gab es ein weiteres Zusammentreffen mit diesem Büchlein in Rom. Und ernst wurde es allerdings dann erst 1856. Damals lernte er durch Zufall diesen Jules Barbier und Michel Carré kennen, die Librettisten. Und gemeinsam beschloss man dann, diesen gedankenschweren Stoff in ein Opernlibretto zu verwandeln. Der Worte waren genug gewechselt. Sie wollten endlich Taten sehen. Zitat Goethe, Vers 214, folgende. Und so entstand eine melodienselige Liebestragödie mit prächtigen Chören, Kavantinen und Arien. Also da jagt
ein Hit den anderen. Mit der Uraufführung am 19. März 1859 in Paris wurde Gounod über Nacht ein berühmter Mann. Ach, Fräulein Vorlaut, wären Sie so lieb, uns in ein bis maximal zwei Sätzen den Inhalt der Oper wiederzugeben, nur sicherheitshalber, da vielleicht nicht all unsere Zuhörer Faust schon gelesen haben sollten. Aber gerne. Danke. Aber bitte ein bis zwei Sätze. Na, ja? Miss Bettenau, seien Sie nicht so streng. Fünf Sätze benötige ich schon. Na gut. Ja, um den Preis seiner Seele erlangt Faust von Mephistopheles, dem Teufel, Jugend und Liebeslust zurück. Er verliebt sich daraufhin in die blutjunge Marguerite, verlässt sie jedoch bald wieder, getrieben von der unstillbaren Gier nach Leben. Marguerite, die ein Kind von ihm erwartet, bleibt in Verzweiflung und von der Gesellschaft geächtet zurück. Als sie ihr Baby dann tötet, wird sie von der weltlichen Gerichtsbarkeit zum Tode verurteilt, darf jedoch auf Erlösung im Himmel hoffen. Na, das ist ja gut, ja. Faust aber, zum Mörder an Marguerites Bruder geworden und unlösbar an diesen Mephistopheles gebunden, sucht vergeblich Seelenfrieden. Oh, good girl, wunderbar. Ja, schon fertig. Ja, Gounods Oper kann man wirklich in ein paar Sätzen wiedergeben. Das wäre bei Goethes Faust etwas schwieriger. Warum? Ist der Inhalt nicht identisch? Also nicht so ganz. Also Gounod ging es überhaupt nicht um eine 1:1-Vertonung des Dramas. Für ihn stand eben die Figur der Margarete absolut im Vordergrund. Und aus diesem Grunde wurde seine Oper in Deutschland auch meist unter dem Titel Margarete aufgeführt. Natürlich auch, um sie deutlich von Goethes Faust zu unterscheiden. Das ist eigentlich ziemlich interessant, weil im Original-Fauststoff, durch den ja Goethe auch zu seiner Tragödie inspiriert wurde, eine Margarete gar nicht vorkommt. Was Sie nicht sagen. Ja, erst Goethe hat Margarete ins Spiel gebracht. Damals, als er gerade mit seinem Studium der Rechtswissenschaften fertig war und als Rechtsanwalt in Frankfurt arbeitete, erlebte er fast hautnah die Verurteilung einer Kindsmörderin mit. Oh, wie furchtbar. Ja, die Dame hieß Susanne Margarete Brandt und wurde zum Tode verurteilt, da sie ihr uneheliches Kind nach der Geburt angeblich getötet hatte. Angeblich? Ja, nach eigener Aussage war das Kind wohl nicht überlebensfähig gewesen und wäre so und so gestorben. Also nachweisen konnte man ihr nichts. Und trotzdem hieß das Urteil Tod durch das Schwert. Ein Gnadengesuch wurde abgelehnt. Das ist ja schrecklich. Ja. Und diese Tragödie beeindruckte Goethe so sehr, dass sie ein zentrales Thema für ihn wurde. Und wenn bei Goethe immer noch Fausts Erkenntnis und Machtstreben und dieser Teufelspakt und diese erotischen Ambitionen im Vordergrund stehen, rückt eben bei Charles Gounod Margarete in den Fokus der Geschichte. Mhm. Verbunden natürlich schon mit Fausts Jugendwahn. Mhm. Ja. Fräulein Vorlaut, ich hätte noch eine, ach, wie heißt es denn nochmal, Margaretenfrage für Sie. Eine was? Sie wissen schon, eine Gretchenfrage. Ah, oder so. Sie meinen Gretchenfrage. Ja. Oh mein Gott, das ist ja toll. Sie sind wirklich ganz beim Thema heute. Ja. Ich freue mich. Ja, schießen wunderbar. Sie los. Dann schieße ich einfach los. Wie hat es denn Goethe bei seinem Werk Faust mit der Musik? Oh nein, schade, Miss Bettenau. Das ist keine Gretchenfrage. Hm. Nein, völlig daneben. Eine Gretchenfrage ist eine Frage, die den Befragten, also mich, betrifft. Sie plappen ja so und so ungefragt pausenlos. Ja, aber Sie aber wollen doch, dass ich Ihnen etwas nicht über mich, sondern über Goethes Verhältnis zur Musik erzähle. Och, seien Sie nicht so pingelig und schießen Sie los. Na, Sie mit Ihrer, vielleicht ist es doch eine Margaritenfrage. Ach. Na gut. Also, Faust ist ein Werk voller Musik, erfüllt von unhörbarer Musik und doch so unkomponierbar. Also, so dachte auf jeden Fall Goethe. Er hat wohl mal gesagt, Mozart hätte den Faust komponieren müssen. Die Musik müsste im Charakter des Don Giovanni sein, ja. Die Komponisten, die den Versuch unternahmen, die passende Musik für Faust zu finden, beschränkten sich meist nur auf fragmentarische Annäherungen, auf die Vertonung einzelner Szenen. Das ist zwar dann alles nicht mehr so ganz Goethes Originaldrama, aber es gibt wohl über 60 Faustopern seit 1797. Ja, und Wagner? Kein Versuch zu vermelden. Ach, natürlich ist da ein Versuch. Kaum ein Komponist hat sich Zeit seines Lebens intensiver mit Faust befasst als Richard Wagner. Und aus dem Plan, eine ganze Symphonie zu komponieren, ist dann schlussendlich, halten Sie sich fest, nur eine Faust-Ouvertüre geworden. Ach, was Sie nicht sagen. Ist ihm beim Thema Faust der Stoff ausgegangen oder wie? Nein, wo denken Sie hin? Richard Wagner wollte mit dem unbestimmten Artikel eine Faust-Ouvertüre zum Ausdruck bringen,
bringen, dass der Musik immer nur eine Annäherung an Goethes Werk, niemals aber die Vertonung des Gesamten gelingen kann. Sie meinen, er hätte so etwas wie Demut andeuten wollen? Unbelievable. Ja, das glaube ich auch nicht. Hm. Also anderen Komponisten hat er jeden Erfolg mit dem Fauststoff missgönnt, ja. Mhm. Er schrieb wohl, nachdem er die Oper von Gounod gehört hatte, so heißt dieser Faust für mich eigentlich nur die versäumte Gelegenheit. Oh. Unverschämt. Na, wirklich. Na, vielleicht liegt seine Missgunst auch daran, dass Gounod in seiner Musik nicht den schönen Naturklang des Harzes und von Leipzig eingefangen hat. Schließlich spielt doch Faust in dieser Gegend. Ja, Goethes Faust schon, da haben Sie recht. Aber Gounods Faust trägt den Stempel eines anderen Ortes und Datums. Paris im 19. Jahrhundert. Na logisch. Hier kannte sich unser Charles ja auch besser aus. Ja, geboren und gestorben, ja. Hm. Trotzdem, die Hölle, das ist Paris. Sowohl für seinen Faust als auch für Gounod selber. Gounod sprach von Paris immer wie von einer unersättlichen Geliebten, ja. Er muss mal gesagt haben, je mehr meine Kräfte nachlassen, desto mehr fordert Paris sie. Paris kann nicht Vernunft annehmen. Es ist dazu geschaffen, seine Kinder zu verschlingen. Ja, so schreibt er kurz vor seiner Rückkehr von London nach Paris. Dieser arme Mann. Ja, ganz wehrlos. Arm, genau. Allein einer großen Stadt ausgesetzt mit allen ihren Versuchungen. Sie haben recht. Das war ja damals wirklich ein gefährliches Pflaster. Denken Sie nur an dieses Moulin Rouge. Sie wissen oh, schon. Ja, oh, ich weiß. Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. Dieses Etablissement. Das, oh mein Gott, das fällt mir gerade ein. Er eröffnet übrigens im selben Jahr wie der Eiffelturm, 1889. Hm. Na, und wenn man sich dann so vorstellt, dass die Oper Gounod in Paris dieser Zeit spielt, da kann man sich schnell vorstellen, dass da so ein Faust ganz schnell in Versuchung kommt. Ja. Das ist natürlich noch lange kein Grund, so mit diesem armen Gretchen, Sie wissen schon. Naja, schreckliches Schicksal von dem jungen Ding. Wäre doch Faust nur bei seiner Wissenschaft geblieben, dann wäre das alles nicht passiert. Tja. Also wenn man so darüber nachdenkt, dann stellt man sich schon ziemlich viele Fragen, oder? Sie schon. Also warum wollte Faust eigentlich noch mehr über die Welt und die Magie erfahren? Er war doch schon so gelehrt. Und warum hat er sich mit dem Teufel eingelassen? Auch er wusste doch im Innersten, dass das gar nicht gut gehen kann. Und das arme Gretchen, warum hat dieses Gretchen sich eigentlich auf den Faust eingelassen? Sie muss doch gespürt haben, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Schließlich stellt sie ihm doch eine Gewissensfrage, wie es mit ihm so um die Religion steht. Und was ist das eigentlich für ein Werk? Merkwürdig. Also Jürgen von Manger, der könnte uns weiterhelfen. Sie hatten den eben schon zitiert. Tichtmeier. Der Mann aus dem Pott. Also ich kann mich mal daran erinnern, dass ich diesen Kabarettisten mal auf der Bühne erleben durfte. Der erzählte damals von seinem Theaterbesuch mit Goethes Faust. Mit so einfachen Worten hat er erklärt, was man aus diesem Werk so alles lernen kann. Mhm. Ja, leider ist er schon tot. Also live kriegen wir das nicht mehr. Nee, leider nicht. Oh, aber Miss Bettener, schauen Sie, was für ein Zufall. Herr Fekler kommt gerade ins Studio. Oh, wie bitte, das ist ja toll. Kommen Sie doch hier. Was dieses wunderbare Ding. Eins, zwei, Herr Fekler. Vorsicht, ich habe teuer. Gehört, Herr Fekler, dass Sie ein großer Fan von Herrn Tichtmeier sind. Kennen Sie zufällig seine wissenschaftliche Abhandlung über Faust? Ach, das wäre wunderbar, wenn Sie uns diese in einer kurzen Lesung vielleicht vortragen können. Cool. Versuchen Sie, sich kurz zu fassen. Ja, genau. Wunderbar. Ja, Herrschaften, wir wollen ja jetzt mal bitteschön gemeinsam die Frage, was ist Goethes Faust? Ja, jetzt gucken Sie aus der Wäsche, ne? Ich meine, ich weiß da, ne? Aber denken Sie mal, Sie hätten jetzt nur so einen Mann aus dem Volke vor sich, ne? Und dem sollten Sie das erklären. Was ist Goethes Faust? Bitteschön, klare Frage, klare Antwort. Wissen Sie, was mir da einer mal drauf gesagt hat? Warum ist die Banane krumm? Sie, der Mann ist Steueroberinspektor, über 1000 Mark brutto im Monat, aber Goethes Faust steht da im Hemd. Ja, und deshalb will ich Ihnen sagen, was Goethes Faust ist. Sie, das ist der Abgrund in der deutsche Bildung. Ach, meine Güte. Nun haben wir so viel über Goethe, Faust und Gounod geplaudert, dass mir aber doch eigentlich einige Fragen noch über die Inszenierung auf der Zunge brennen. Ja, die werden wir aber heute nicht mehr klären, meine Liebe. Jetzt geht's ab nach Hause zu unserem Kuchen. Ach Gott, wie recht Sie haben. Naja, außerdem Inszenierung kann man ja auch nicht sehen gerade im Moment. Ja, eigentlich wäre der Faust jetzt im Alto Theater auf der Bühne zu erleben gewesen, aber... Aber dieser königliche Virus vermasselt uns alles. Ach, Miss Bettanol.
Sehen Sie, wir haben es doch gut. Trotz Corona können wir noch mal hier unser kleines Teestündchen abhalten. Natürlich alles mit dem gebührenden Abstand. Good girl. Ja. Und Sie zu Hause da, hallo, hallo, sind Sie noch da? Ja. Bestimmt. Sie haben nun die Möglichkeit, sich die Oper Faust im Radio anzuhören, von Gounod oder so. Ach, vielleicht auch im Spinnennetz oder bei diesem, wie heißt das nochmal, dieser 50er-Jahre-Stern, Spot 50 oder so. Ach, Fräulein Vorlaut, das heißt Spotify. Ach, ist doch auch egal. Es wird so und so Zeit für unseren Kuchen, nicht wahr? Wie recht Sie haben. Fräulein Vorlaut, sagen Sie hübsch auf Wiedersehen und los geht's. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns darauf, Sie am Freitag, den 29. Mai, wieder bei Radio Tea Time begrüßen zu dürfen. Ach, schade, dass wir uns nicht sehen können. Ist bei Ihrem Outfit heute vielleicht auch besser so? Ach, jetzt hören Sie aber auf. Was erlauben Sie sich? Bye-bye. Ja, tschüss. Und schön gesund bleiben.